Side Control in die Mount. Ich bin im Spider-Man in der Side Control. Wichtig ist dabei, dass ich die Hand unter den Kopf nehme und ganz weit durchschiebe, bis die Hand unter der Achsel ist. Weil jetzt kann ich super ein Quetschgesicht durchführen und meine Schulter von unten gegen das Kinn drücken. Richtig dagegen. Nicht oben ins Gesicht, sondern von unten in das Kinn. Jetzt halte ich hier oben das Quetschgesicht, drehe mich zu seinen Beinen und nehme das Bein, was weg von ihm zeigt, greife von innen hindurch auf die Fußaußenkante, gehe ganz eng über ihn drüber und halte dabei das Quetschgesicht, gehe mit der Hand unter den Arm wie eine Spinne und gehe hoch in den Reiter, in die Mount. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich mache das deswegen, weil er sonst meine Beine mit der Spinnenfalle klaut. Ich bin nämlich hier in der Side Control und wenn ich einfach nur mein Bein übernehme, klaut er sich mein Bein und ich schaffe es nicht, den Reiter zu holen, die Mount, weil die gibt ja vier Punkte. Also, noch einmal Side Control, drehen. Ich halte mein Quetschgesicht. Er versucht, mein Bein mit der Spinnenfalle sich zu holen, aber das schafft er nicht, selbst wenn er versucht. Ich gehe ganz eng